Hey, wir waren heute beim MDR Sputnik und haben uns mal angeguckt, wie ein Radiomoderator arbeitet. Dazu haben wir Sissy Metzschke interviewt, die dort als Radiomoderatorin arbeitet. Ja, und? Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Alles klar. Mein Name ist Sissy Metzschke, ich bin 28 Jahre alt, gebürtige Hallenserin und seit 7 Jahren Moderatorin. Unter anderem beim Mitteldeutschen Rundfunk hier bei MDR Sputnik. Mein Beruf hat unglaublich viel mit Menschen zu tun, unglaublich viel mit Musik und mein Beruf wird definitiv nie langweilig. Mein Tag ist recht entspannt. Ich stehe 7 Uhr auf, mache mir einen Kaffee, dann komme ich auf Arbeit. Meine Sendung beginnt 10 Uhr. Die hat meine Redakteurin Anita meistens schon vorbereitet und dann sende ich von 10 bis 14 und danach habe ich noch unglaublich viel Freizeit und das ist gerade das Allertollste an dieser Sendestrecke, dass man ganz viel vom Tag tatsächlich auch noch hat. Zur Vorbereitung der Sendung gehört ganz viel Recherche. Also man guckt nach, jetzt diese Sendung, die ich gerade moderiere, Dein Tag, ist eine sehr musiklastige Sendung. Das heißt, man guckt vorher, welche neuen Titel vor allem spielt man, von welchen Interpreten, dann sucht man sich gegebenenfalls auch Töne und man überlegt sich, wie bindet man die einzelnen Töne oder die Tourtermine oder was man halt sagen will über die jeweilige Band in den Ablauf ein. Also man überlegt sich so eine Moderation schon grob vom Leitfaden und meistens freestyle ich es aber dann trotzdem, auch wenn ich mir was aufschreibe. Ich habe Abitur gemacht und bin dann erstmal für ein Jahr nach Fuerteventura gezogen. Dann bin ich wiedergekommen und wusste überhaupt nicht so richtig, wohin mit mir und hat irgendwer gesagt, mach doch mal ein Praktikum beim Radio. Habe ich gedacht, ja, Radio, klasse, Mittelpunkt, da hören dich alle. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei MDR Jump und es lief irgendwie ganz cool. Ich habe ganz viel draußen auf der Straße mit Menschen gearbeitet, Umfragen gemacht. Und dann haben die mich gefragt, ob ich bleiben will. Und dann bin ich geblieben, war dann freie Autorin. Dann kam das Angebot von Sputnik, da habe ich ein bisschen Sprecherziehung bekommen und so eine kleine interne Ausbildung. Und seitdem bin ich da nicht mehr weggekommen. Habe nebenbei aber noch studiert, parallel die ganze Zeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass man überhaupt Interessen hat, weil ich glaube, ein guter Radiomoderator ist nicht zwangsläufig jemand, der irgendwie eine besonders tolle Stimme hat oder sprachlich besonders gewandt ist. Es ist vor allem jemand, der den Leuten was zu erzählen hat und der einfach einen Draht zum Menschen hat. Das ist das Wichtigste an dem Job eines Moderators. Man ist der Vermittler. Der Vermittler zwischen Künstlern und der Musik und den Leuten, die das hören. Und solange man das kann, so ein Händchen für Leute hat und was erlebt hat und was zu erzählen hat, glaube ich, kann jeder ein guter Moderator sein. Ah, so ein bisschen Struktur wäre auch nicht schlecht ab und zu, aber sonst. Also ich komme sehr gut zurecht im Vergleich zu meinen Kommilitonen, die ja auch diverse Nebenjobs haben, kann ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Also man kommt super durchs Leben. Ich habe eine Wohnung, eine eigene, ich kann mir ein Auto leisten und kann ab und zu tatsächlich auch mal noch wegfahren. Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich und sehr kreativ. Ich meine, zugegeben, wenn man so Menschen wie Rihanna in der Playlist hat, dann hat man auch jede Geschichte über Rihanna irgendwann erzählt. Aber prinzipiell hat man, wie ich schon sagte, mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun, immer wieder. Ob das jetzt Hörer sind am Telefon oder Künstler sind im Interview. Wir haben Radiokonzerte, die moderiert werden wollen, dann ist man off-air. Also nicht im Radio, sondern moderiert auf einer Bühne. Dann hat man die normalen Sendestrecken mit sehr viel Musik. Dann hat man, wie gesagt, diese Künstlerinterviews und irgendwie passiert dazu immer noch irgendwas Neues. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher und kreativer Job, definitiv. Für jede Sendestrecke gibt es einen Redakteur. Also jetzt für deinen Tag gibt es auch einen Redakteur oder eine Redakteurin. Diese Woche ist es Anita Schröder und die bereitet mir dann meine Moderation vor. Das heißt, die sucht mir schon Infos raus zu den Künstlern und ich gucke dann, finde ich das cool, will ich das machen? Wenn ja, schreibe ich es mir so, dass es in meinem Ton ist, also in meiner Sprache ist, in meiner eigenen, oder ich schmeiße es weg und suche mir was Eigenes raus. Sie plant die Musik für mich mit um, sie guckt, dass die Promos sich nicht mit den Moderationen überschneiden, also sie passt thematisch und strukturell auch sehr viel auf und sie ist immer da Ansprechpartnerin während der Sendung. Dann gibt es noch eine Sendeassistenz, die ist auch sehr wichtig, gerade wenn ich technische Probleme habe, habe ich so einen lustigen Knopf, drücke ich drauf und sage ich, hallo, hallo, hier funktioniert was nicht und dann kommen die reingerannt und helfen mir.
und es ist das Beste am Radio. Ich komme ganz oft in Trainingssachen hierher. Ich habe immer Turnschuhe an und das ist echt der absolut tollste Vorteil am Radio, dass man immer aussehen kann, wie man möchte. Und wenn man keinen Bock hat auf Wimperntusche, dann lässt man sie halt weg. Man ist ja am Radio. Wenn man die ganze Zeit fröhlich sein müsste, wäre das tatsächlich sehr anstrengend, glaube ich. Aber das Gute an MDR Sputnik ist ja, dass wir nicht gezwungen werden, den ganzen Tag fröhlich zu sein. Man will ja keinen Roboter hören im Radio, sondern jemanden, mit dem man sich dann an der Stelle doch mal identifizieren kann. Zur Fröhlichkeit spielen oder so tun, das kommt, glaube ich, nicht so gut. Würde ich selber auch nicht hören wollen im Radio. Ich würde den Job definitiv weiterempfehlen. Für alle Menschen, die gerne mit Musik umgehen und gerne mit Musik arbeiten und Musik mögen. Leute, die definitiv auch Menschen mögen. Es ist ein sehr, sehr dankbarer Job. Ein Job, in dem man kreativ sein kann, in dem einem, wie gesagt, niemals langweilig wird. Und ein Job, in dem man sich selber auch immer wieder ein Stück weit neu entdecken kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie fandest du es? Ja, war eigentlich, es ist total cool. Also es hat mich voll überzeugt. Und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber war echt cool. Ich habe gedacht, dass die total wenig verdienen und dass die Arbeit auch ziemlich langweilig ist. Habe ich eigentlich auch gedacht, aber ist ja gar nicht. Nee, so ist es echt nicht. Ja, also ich würde jetzt auch locker Radiomoderatorin werden. Ja, absolut positiv. Ja, dann hören wir uns im Radio.